Hallo, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, zu unserem Video 1.5 Kriterien für Wendestellen. Hallo zusammen. Wir werden heute im Prinzip die letzten beiden Kapitel ein bisschen zusammenbringen. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, war das Kapitel 1.3 zu der Bedeutung der zweiten Ableitung und das Kapitel 1.4 mit den Kriterien für Extremstellen. Wir schauen uns mal hier drüben die Graphen von zwei Funktionen an. Zunächst mal den blauen. In der letzten Stunde haben wir über Extremstellen gesprochen, nämlich über Hoch- und Tiefpunkte. Und heute schauen wir uns mal diese Stelle hier an. Es ist im Prinzip gar keine neue Stelle, sondern im Thema 1.3 mit der Bedeutung der zweiten Ableitung habt ihr die schon kennengelernt. Und zwar, wenn man sich vorstellt, hier durchfährt ein Auto diese Kurve, dann fährt es hier eine Rechtskurve. Und an diesem Punkt hier müsste man das Lenkrad wenden, um eine Linkskurve zu fahren. In dem Fall hier fährt man eine Linkskurve schon, kommt zu dem Punkt und muss hier das Lenkrad wenden, um dann eine Rechtskurve zu fahren. Entsprechend heißen solche Punkte im Schaubild einer Funktion Wendestellen. So, hier ist die Definition für beide neuen Begriffe. Eine Stelle x0, bei der der Graph von f von einer Linkskurve in eine Rechtskurve übergeht oder umgekehrt, heißt Wendestelle von f bei x0. Der zugehörige Punkt w, x0, f von x0 heißt Wendepunkt. Wenn ihr euch die Definition jetzt übernehmt, dann lasst bitte unter dem letzten Satz drei, vier Zeilen frei. Wir werden nachher im Video nämlich noch zwei weitere Begriffe ergänzen, dass die noch ihren Platz finden. So, wir wollen jetzt Wendestellen auch rechnerisch nachweisen können. Dazu gehen wir erstmal zurück und schauen uns an, wie haben wir das bei Extremstellen gemacht. Wir haben hier den Graph einer Funktion f als Beispiel. Hier haben wir einen Tiefpunkt, ein Minimum, hier einen Hochpunkt, ein Maximum. Wir zeichnen mal den Graph der Ableitungsfunktion ein mit einer anderen Farbe. Wir haben das immer mit Grün gemacht. Hier ist ein Tiefpunkt, das heißt, der Graph der ersten Ableitung ist hier 0. Und hier ist ein Hochpunkt, das heißt auch die erste Ableitung, die Steigung ist 0. Hier fällt die Funktion, also ist die Ableitungsfunktion im negativen Bereich. Den Graph zeichne ich hier auch ein. Noch steigt die Funktion wieder, also ist die Ableitungsfunktion im positiven Bereich. Und ab hier fällt die Funktion wieder, das heißt, die Ableitungsfunktion ist im negativen Bereich. Das ist der Graph der Ableitungsfunktion mit f'. Extremstellen. Die erste Ableitung muss 0 sein, ist gleich 0. Klar, sieht man hier. Wunderbar. Wir haben auch letztes Mal noch gesagt, beim Tiefpunkt, also beim Minimum, da muss die zweite Ableitung größer 0 sein. Ihr erinnert euch. Und beim Hochpunkt, also beim Maximum, muss die zweite Ableitung aber kleiner als 0 sein. Das heißt, was wir auf jeden Fall allgemein bei extremen Stellen sagen können, ist, dass die zweite Ableitung ist entweder größer 0 oder kleiner 0, aber auf jeden Fall ungleich 0. Das ist jetzt wichtig. Ich schreibe das mal so auf. Ungleich 0. So, schauen wir uns das bei Wendestellen hier im Graphen der Funktion nochmal an. Die geht hier von einer Linkskurve in eine Rechtskurve über. Also hier ist der Wendepunkt mit der Wendestelle hier. Wir sehen auch, die erste Ableitung hat hier eine Extremstelle, einen Hochpunkt. Und wir wissen ja, da wo eine Extremstelle ist, da muss die Ableitung davon 0 sein. Das heißt, wenn wir das nochmal ableiten, die zweite Ableitung, die ist hier 0. Also wissen wir, da wo eine Wendestelle ist, ist die zweite Ableitung 0. Das können wir hier auch direkt aufschreiben. Das passt jetzt übrigens auch wunderbar zu dem, was wir im Video 1.3 gesehen hatten, bei der Bedeutung der zweiten Ableitung. Denn damals hattet ihr, als wir untersucht hatten, ob es eine Links- oder Rechtskurve ist, nämlich mit f2' von x größer oder kleiner 0, habt ihr euch schon überlegt, an welchen Stellen ist denn f2' von x gleich 0? Und im Prinzip waren das schon genau diese Punkte, wo eben die Kurve wendet, unsere Wendestellen. Also insofern ist es nichts Neues, sondern es ist euch im Unterricht rechnerisch sogar schon mal begegnet. Aber jetzt reicht es leider noch nicht, denn wie bei Extremstellen brauchen wir noch eine weitere Bedingung. Hier hatten wir f2' von x ist ungleich 0. Und hier sehen wir schon, das ist einfach nur eine Ableitung weiter, weil die Wendestellen der Funktion entsprechen den Extremstellen der Ableitungsfunktion. Also müssen wir hier einfach noch schreiben, die dritte Ableitung von x muss ungleich 0 sein. Der allgemeine Satz dazu lautet folgendermaßen:
Wenn f2' an einer Stelle x0, 0 ist und f3' an dieser Stelle x0 ist ungleich 0, dann hat f an der Stelle x0 eine Wendestelle. Das Tolle hieran ist, wir müssen hier nicht unterscheiden, ob f3 von x0 größer oder kleiner 0 ist, wie bei den Extrempunkten, sondern die reine Unterscheidung ungleich 0 reicht aus. So, sollte jetzt der Fall passieren, dass das hier gleich 0 ist und f3' von x0 auch gleich 0 ist, heißt es nicht automatisch, dass es keine Wendestelle ist, sondern es könnte trotzdem eine sein, ein paar wenige Fälle gibt es. Dann greift der zweite Teil dieses Satzes, wenn f2' von x0 gleich 0 und f2 in der Umgebung von x0 einen Vorzeichenwechsel hat, dann hat f an der Stelle x0 eine Wendestelle. Das ist genauso wie bei den Extremstellen, da kann man das auch mit dem Vorzeichenwechsel überprüfen. Und dieses Mal werden wir auch eine Übung machen, wo wir euch diesen Vorzeichenwechsel nochmal zeigen. Zwei weitere Begriffe folgen jetzt noch, die wichtig wären zu wissen. Und zwar tragen wir die, wie vorhin angekündigt, etwas weiter vorne bei der Definition ein, zu Beginn unseres Kapitels. Ich springe dahin mal kurz zurück. Genau. Und zwar, wenn wir an diesen Wendestellen die Tangente an die Funktion zeichnen, ich mache das jetzt hier gerade mal so. An den Graphen der Funktion An den natürlich. Graphen der Funktion wichtig, haben wir gesagt, diese Begriffe muss man schön auseinanderhalten. Dann heißt diese Tangente, die wir hier einzeichnen, Wendetangente. Von dieser Wendetangente gibt es noch einen Spezialfall, und zwar dann, wenn die Wendetangente waagrecht ist. Das wäre bei diesem Wendepunkt hier der Fall. Und diese Punkte nennt man dann auch Sattelpunkt. Ein Wendepunkt mit waagrechter Tangente heißt Sattelpunkt. Und in diesem Sattelpunkt gilt, dass sowohl die erste Ableitung gleich 0 ist, das sehen wir, die steigende Funktion ist hier 0, als auch die zweite Ableitung gleich 0 ist. Hier haben wir dann auch einen von diesen Punkten, wo im letzten Kapitel 1.4 Kriterien für Extremstellen zwar galt, dass die erste Ableitung 0 ist, aber es sich um keine Extremstelle handelt. In diesem Fall ist das hier ein Sattelpunkt. Ergänzt euch das jetzt bitte in euren Definitionsaufschrieb von vorhin und dann kommen wir jetzt zu den Übungsaufgaben. Aufgabe 1. Geben ist die Funktion f mit f von x gleich x hoch 3 plus 3x Quadrat plus x. A. Bestimmen Sie den Wendepunkt des Graphen von f, rechnerisch und ohne GTR. B. Bestimmen Sie die Steigung der Tangente im Wendepunkt. So, hier pausiert ihr das Video, probiert die Aufgabe mal selber zu lösen. So, jetzt solltet ihr es probiert haben. Wir kommen zur Lösung. Wir haben sie hier schon mal vorbereitet. So, Lösung. Erstens. Macht ihr am besten jetzt immer bei so einem Typ von Aufgaben. Ihr bestimmt die erste, die zweite und die dritte Ableitung mal. Und dann haben wir wieder einen Dreischritt. Der erste Schritt ist, dass wir jetzt die zweite Ableitung 0 setzen, rechnen es aus, kriegen raus, x ist minus 1. Das heißt, wir denken an der x-Stelle minus 1, das könnte eine Wendestelle sein. Jetzt müssen wir es überprüfen. Das ist der zweite Schritt, die Überprüfung. Wir setzen die x-Stelle minus 1, die dritte Ableitung ein, kriegen raus 6, ist ungleich 0, passt. Wunderbar. Hier ist also auf jeden Fall eine Wendestelle. Es ist nach dem Wendepunkt gefragt, also müssen wir unseren dritten Schritt noch machen. Das heißt, die Stelle minus 1 in die Funktion selber hier einsetzen, machen es, kriegen raus 1. Das heißt, wir haben Wendepunkt mit x-Koordinate minus 1 und y-Koordinate 1. Wir haben es hier auch mal grafisch dargestellt, das ist eine Skizze. Hier ist der Wendepunkt bei minus 1, 1. Das brauchen wir nämlich jetzt bei b. Bestimmen Sie die steigende Tangente im Wendepunkt, also die Steigung von dieser Tangente. Was dasselbe ist wie die Steigung von der Funktion an diesem Punkt, hier am Wendepunkt. Das heißt, wir müssen diese Stelle x gleich minus 1 in die erste Ableitung einsetzen, rechnen es aus, kriegen raus minus 2. Das heißt, m ist minus 2, das heißt, die Steigung der Tangente im Wendepunkt ist minus 2. Das heißt, hier bei der Tangenten, wenn wir egal an welchem Punkt wir hier gehen, gehen wir an dem, gehe 1 rüber, muss ich auch 1, 2 runtergehen und lande wieder auf der Tangente. Wir kommen jetzt zur zweiten Übungsaufgabe. Bestimmen Sie die Wendepunkte der Funktion f von x gleich x hoch 5 plus 2x. An dieser Stelle pausiert das Video kurz, probiert mal kurz, wie weit ihr kommt und dann schauen wir uns zusammen die Lösung an. Wir bestimmen wieder nacheinander die erste, zweite und dritte Ableitung. Wir machen wieder unseren Dreischritt. Wir beginnen damit für eine Wendestelle. Die zweite Ableitung muss 0 sein. Und wir kommen darauf, dass es gegeben ist für die Stelle x gleich 0. Die setzen wir in die dritte Ableitung ein. f3' von 0 gleich 0. So.
Und da haben wir jetzt genau diesen blöden Fall, es ist nicht ungleich 0. Wir können aber nicht daraus schließen, naja, dann ist es auf jeden Fall keine Wendestelle, sondern wir müssen jetzt die zusätzliche Überprüfung machen, nämlich ob es einen Vorzeichenwechsel in der zweiten Ableitung gibt. Wir überlegen uns jetzt mal, x wäre nahe bei 0 und x wäre etwas kleiner als 0. Dann überlegen wir uns die zweite Ableitung, etwas kleiner als 0, dann würde das Ganze hier auch auf jeden Fall kleiner als 0 werden. Durch das hoch 3 bleibt es negativ und mit dem Vorfaktor hier sind wir auf jeden Fall im negativen Bereich. X nahe bei 0 und x etwas größer als 0. Dann haben wir durch das x hoch 3, es bleibt ein positiver Wert, mit dem Faktor hier bleibt es auch positiv, dann ist es größer 0. Wir haben also einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Also ist doch an dieser Stelle, trotz dass das hier nicht erfüllt ist, x0 eine Wendestelle. Jetzt brauchen wir unseren dritten Schritt. Wir wollen nämlich den Wendepunkt wissen. Also setzen wir unsere Stelle ein, f von 0 ist 2 und damit erhalten wir den Wendepunkt 0, 2. So, wir kommen diesmal nun auch zu einer dritten Aufgabe. Drittens, gegeben ist die Funktion f, mit f von x ist ein Sechstel x hoch 3 minus 3 Viertel x Quadrat plus 2. Bestimmen Sie mögliche Wendestellen diesmal nun mit dem GTR. So, wir geben die Funktion in GTR ein, das Graphmenü, Echse. Hier ist es ja ein Bruch, ein Sechstel, drücken wir auch die Bruchtaste hier. Kann man schön Zähler Nenner eingeben, Zähler ist 1. Und der Nenner, gehen wir jetzt runter, ist 6. So, hier klicken wir 1 weiter und geben direkt x hoch 3 ein. Jetzt muss man auch hier wieder nach rechts drücken, weil man gerade hier oben ist. Minus der Bruch 3 Viertel x Quadrat plus 2. Enter. Gucken Sie uns an. So, es sieht hier schön aus, direkt. Vor Window übrigens ist jetzt hier das gewählt. Wenn wir vor Window doppelt gedrückt hätten, wir minus 10, 10 gewählt, würde es so aussehen, ist eigentlich beides recht. Aber je nachdem, was bei euch voreingestellt ist, habe ich jetzt zweimal auf vor Window gedrückt, dass es bei jedem gleich ist. Es gibt leider im GTR keine direkte Möglichkeit, die Wendestelle hier zu bestimmen, aber wir können uns behelfen, da die Wendestelle ja genau da ist, wo die erste Ableitung eine Extremstelle hat. Also brechen wir die erste Ableitung, gehen also wieder auf Exit, hier y2 ist schon angewählt. Die erste Ableitung war wieder Option, dann Calculus f2, dann hier die erste Ableitung. Und hier machen wir die Variable wieder y, die wir brauchen, von der ersten Funktion, y1. Jetzt könnten wir hier noch hingehen und x eintippen. Müssen wir aber gar nicht, wir können direkt auf x gehen. Er nimmt, wenn man nach x ableiten muss, immer automatisch x. Fügt hier ein, seht ihr. Gehen wir auf Form. Eine zeichnet er. Jetzt kommt das andere. So, und sehen wir hier, das ist die Ableitungsfunktion. Die hat hier unten einen Tiefpunkt. Diesen Tiefpunkt können wir auch bestimmen. Wir gehen auf G-Solve und dann gehen wir auf Minimum. Wir sehen ja, hier ist ein Minimum, F3. Und jetzt zeigt er mir, ah ja genau, jetzt fragt er mich hier, ob ich es von der ersten Funktion haben will oder von der zweiten, ich habe jetzt einmal auf runter getippt, jetzt steht hier die zweite, genau von der will ich es, drücke auf Enter. Wir erhalten hier also das Minimum der Ableitungsfunktion, das ist bei x gleich 1,5. Wir sehen auch direkt, das Minimum der Ableitungsfunktion ist hier auch genau, bei der Wendestelle, also das passt wunderbar, sehen wir direkt und wir können es direkt aufschreiben. Die Wendestelle ist bei x gleich 1,5 und dahinter schreiben wir in Klammern, dass wir im GTR gerechnet haben, dass man das auch weiß. Wir haben jetzt alle drei für die kommenden Übungen relevanten Fälle. Zum einen, man entscheidet es mit dem normalen Kriterium f3' von x an dieser Stelle ist ungleich 0. Wir haben euch gezeigt, wie es geht, wenn man es mit einem Vorzeichenwechsel macht und ihr habt gesehen, wie man das Ganze auch direkt im GTR machen kann. Alle drei Möglichkeiten werden wir dann im Unterricht gemeinsam üben. Bis dann! Bis dann, macht's gut.